Der bekannteste Vertreter der 4 Varianten des belgischen Schäferhundes ist der Malinois. Damit ihr wisst, ob diese Rasse zu euch passt, habe ich hier ein Rasseporträt vorbereitet. Lasst mich gerne eure Fragen oder Erfahrungen in den Kommentaren wissen. Bis zum Ende des 19. Jahrhunderts gab es in Belgien viele unterschiedliche Hütehunde. 1891 nahm sich Professor Reul der einheimischen Schäferhunde an und förderte die Reinzucht. Den Namen gab dem Malinois die flämische Stadt Malinet, Mechelen. Die Züchter in dieser Region legten von Anfang an größten Wert auf Gebrauchstüchtigkeit. So wurden zunächst die unterschiedlichen Hundetypen wild untereinander verpaart. Zwar wurden die 4 Varietäten von Anfang an gezüchtet, allerdings waren Kreuzungen untereinander erlaubt. Eine Trennung der Rassen interessierte die Züchter, die hauptsächlich Bauern waren, nicht. Im Jahr 1891 beendete dann der Club du Chien de Berger Belge, belgischer Club für Schäferhunde, diese Form der Zucht. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Schließlich durfte sich der Malinois im Jahr 1901 über die offizielle Anerkennung als eigene Rasse freuen. Einer übertriebenen, züchterischen Selektion auf Leistungsbereitschaft hat es der Mali zu verdanken, dass er in manchen Kreisen als durchgeknallt gilt, weil er kaum zu bremsen ist und stets auf Hochtouren läuft. Man unterscheidet die Hunde in die Show- und Leistungszucht und muss bei diesen Hunden besonders auf die Herkunft und das Zuchtziel der Züchter achten. Die Hunde aus der Leistungszucht sind zwar ideal für den Hundesport, bringen aber auch einen ausgeprägten Arbeitseifer und eine niedrige Reizschwelle mit. Der Malinois ist lebhaft und jederzeit bereit zu reagieren, manchmal eben auch übertrieben. Die Rasse zeichnet sich durch hohe Skepsis gegenüber Fremden sowie ein starkes Wach- und Schutzverhalten aus. Der Mali ist die aktivste und erregbarste Variante der belgischen Schäferhunde und braucht eine konsequente Erziehung. Er ist intelligent, gelehrig und sehr arbeitsfreudig. Weil die Rasse keine körperliche Masse besitzt, ist der Malinois schnell, wendig und reaktionsschnell. Von diesen Eigenschaften profitieren vor allem Institutionen mit Schutzfunktion. Aus diesem Grund arbeitet der Malinois zum Beispiel oft im Rettungsdienst, bei der Polizei oder beim Zoll. Einige Rassevertreter haben eine erhöhte Nervosität und Sensibilität. Je mehr die züchterische Motivation auf Führigkeit, also auf Kooperation mit den Menschen, Leistung und schnelles Lernen liegt, desto mehr geht auch die Emotionalität damit einher. Nachzulesen im großen Hunderassenbuch von Udo Ganzloser. Ein Malinois läuft im Alltag nicht einfach so mit. Er ist eine Aufgabe, der man gewachsen sein muss. Vor allem Hunde aus der Leistungszucht sind nicht wirklich als Familienhunde geeignet. Der Malinois ist ein ehemaliger Treib- und Hütehund. Auf die Herde Acht zu geben und sie zu beschützen, liegt dem Hund im Blut. Ebenso wurde er als Wachhund für Haus und Hof eingesetzt. Darüber hinaus gab es noch andere Aufgaben vielfältiger Natur. Genetisch ist das Tier also auf Bewegung und Arbeitserledigungen gezüchtet. Beim Malinois ist eine gute Sozialisation unabdingbar, da sie ein höheres Konfliktempfinden haben können. So nehmen sie unbekannte Reize schneller als Konflikt wahr und können auf diese mit Aggression reagieren. So muss bei diesen Hunden ein klarer Unterschied zwischen Arbeit und Ruhe aufgebaut werden. Abwechslungsreiche Aktivitäten, die den Hundekopf fordern, sind die richtige Wahl. In dieser Hinsicht zeigt sich die Rasse durchaus anspruchsvoll. Vor allem durch ihren hohen Arbeitswillen und die geringe Wiederholungsrate im Training sind sie kein einfacher Begleiter. In der Erziehung etabliert sich erwünschtes Verhalten genauso schnell wie unerwünschtes Verhalten und das macht diese Rasse zu einer besonderen Herausforderung. Der Interessent sollte daher selbst ein aktives Leben führen und sich gerne an der Luft aufhalten. Außerdem ist der Mali erst mit 3 Jahren mental erwachsen. Im Vergleich zu anderen Hunderassen nimmt er sich Zeit, um auch im Kopf erwachsen zu werden. Solange zeigt er sich noch verspielt und mit viel Temperament. Viel Zeit für das Spielen und Beschäftigen sind dann ein Muss. Gebote, Verbote und soziale Regeln sollten dem Hund schon früh beigebracht werden. Dann stimmt auch der Charakter. Hierbei ist natürlich auf eine gewaltfreie Erziehung zurückzugreifen, denn gerade der Mali ist prädestiniert für die sogenannte umgerichtete Aggression. Ein modernes Training mit positiver Bestätigung, klaren Grenzen und souveränem Auftreten mit Berücksichtigung der Frustgrenze sind hier eine gute Wahl. Der Mali ist kein Hund für Anfänger und sollte an erfahrene Hundehalter abgegeben werden. Die Erziehung braucht einfach Erfahrung mit solchen Hunderassen, die sich bei Nachlässigkeiten schnell dominant zeigen können. Nicht vergessen darf der Interessent, dass der Malinois eine hohe Intelligenz besitzt. Unsicherheiten oder Ängstlichkeiten nimmt die schlaue Hundenase sofort wahr. Wichtige Grundregeln im Zusammenleben sollten etabliert werden. Auch die notwendigen Ruhephasen von 16 bis 18 Stunden pro Tag sollten eingehalten werden. Malinois gehören zu den Hunderassen mit einem schon im Ruhezustand erhöhten Dopaminspiegel im Gehirn. Das erhöht die Lernbereitschaft, aber auch das Suchtpotenzial.
Mit einem Mali könnt ihr alle Hundesportarten betreiben, die euch und dem Hund Spaß machen. Achtet aber auch hier auf die Suchtgefahr und achtet auf eine gute Balance zwischen Ruhe und Aktivität. Auch wenn nun der Eindruck entsteht, dass diese Hunde gänzlich ungeeignet als Familienhunde seien, möchte ich hier vorsichtig angeben, dass sie sogar ganz vorbildliche Familienbegleiter sein können. Zu oft geraten sie aber leider in überforderte Hände, die der Rasse nicht gerecht werden können und vor allem Gefallen am eleganten Aussehen gefunden haben. Doch mit der entsprechenden Erfahrung, Sachkunde und mit optimalen Haltungs- und Umgangsbedingungen passt der Mali auch in eine Familie. Es sind sehr soziale, sensible, äußerst kooperative, schmusebedürftige, gesellige und emotional stabile Hunde. Sie haben aber eben auch ein hohes Verteidigungspotenzial und können zu einer Gefahr für Mensch und Tier werden und außer Kontrolle geraten, wenn sie nicht richtig gehalten, ausgelastet und beschäftigt werden. Die Fellpflege des Malinois ist unkompliziert. Das Fell ist pflegeleicht und sollte regelmäßig gebürstet werden, um nach Ausflügen möglichen Schmutz zu entfernen. Zum Fellwechsel hin muss das Fell die Bürste dann etwas öfter sehen. Die Lebenserwartung des Malinois liegt sehr hoch. Die Rasse wird zwischen 12 und 16 Jahre alt. Der Grund für diese hohe Lebenserwartung liegt an der robusten Gesundheit des Tieres. Rassetypische Krankheiten sind nicht bekannt, trotzdem ist natürlich wie bei allen großen Hunderassen auf HD, ED und OCD zu achten. Manche Malinois sind besonders erregbar und zeigen eine schlechte Regulation ihrer Emotionen. Bei diesen ist ein häufiges Kreiseln als stereotypes Verhalten zu beobachten. Des Weiteren ist ein bestimmtes sogenanntes Einzelexemplar-Allel beim Malinois überrepräsentiert. Dieses steht im Zusammenhang mit epileptischen Anfällen, mangelnder Reaktion auf Umweltreize, episodischer Aggression und erhöhter Wachsamkeit. Ich arbeite auch gerade an einem Blog, damit ihr alles zukünftig nachlesen könnt. Schreibt mir doch gerne in die Kommentare, ob das wirklich für euch interessant ist. Wenn ihr euch nun für einen etwas entspannteren, aber auch großen Schäferhund interessiert, dann kommt ihr hier zur Rassebeschreibung des weißen Schweizer Schäferhundes. Schaut gerne rein und haltet die Ohren steif und die Nasen feucht.